Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der Binkling World P. Wir spielen wieder Star Wars Battlefront 2 und zwar Helden vs. Schurken, denn das neue Update ist draußen und ich habe ja schon so ein Update-Video dazu gemacht. Wir spielen jetzt die dunkle Seite, zur hellen Seite kriegen wir später nochmal, wenn dann Seitentausch ist quasi. Genau, denn wir spielen momentan die dunkle Seite, ihr habt aber bei der Lea und beim Finn vergessen, eben die Neuerungen im Arcade zum Zorn. Mit dem Update-Video, deswegen werdet ihr das noch holen. Jetzt haben wir erstmal bei der Aiden, die hat nämlich auch diese Zoom-Veränderung gekriegt. Also dass man den Zoom verändern konnte. Oben fliegt er der Boba. Der hat jetzt seine Blendrakete verbessert gekriegt. So dass er jetzt, wenn er die schießt, dann können die Blasterhelden nicht mehr zielen. Ja, worauf schießen der? Na, die Blasterhelden können dann nicht mehr schießen, wenn die von dieser Blendrakete drauf rennen. Was sind wahrscheinlich nur mal ein bisschen nerviger. Man erkannt, wie ihre Esche war. Denn der Boba war momentan sowieso fast nur für Blasterhelden angreifbar. Und wenn er jetzt die Fähigkeit anhat, dann kann der auf jeden Fall ziemlich nervig werden. Aber solange auf meiner Seite ist, ist es jetzt nicht so schlimm. Zack, immer noch mal so einen ziemlich guten Spawn gehabt. Schade, der ist jetzt gerade mal rausgenommen. Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen auf Abstand bleiben. Nicht, dass mit der Loop dann einfach wieder umschmeißt. Immer noch im Druck fahren. Oh oh. Man hört damit mitschmissen. Okay, Loop ist weg. Wahrscheinlich irgendwo hinten rennt. Hat mir Luke jetzt gleich wieder von hinten. Und holt mich dann mit seinem Machtschub, wie er da drüben ist. Ah, oh, schade, der war fast tot. Es ist ruhig. Das gefällt mir. Und jetzt nicht. Müssen wir tatsächlich rein, weil sonst hielt sie dir wieder. Sehr gut, den Hammer. Ich spiele übrigens an letzter früh öfter mit dieser Sniper, weil das jetzt so praktisch ist. Wenn wir diese Zoom-Stufe verändern können. Schade. Ich finde es einfach ziemlich praktisch. Bei der Kommandie. In der Lulli hatte nicht mehr auf. Nicht mehr. Alle Ladezeit. Die Kommandie war nur kurz. Schade, ich glaube, da war gerade Machtzug. Aber wo Kylo. Oh, da ist Anakin. Schade. Der hat mich ziemlich weggeschmissen mit seiner Fähigkeit. Aus dem Kampf geworfen. Wird dann nicht mehr umzocken mit welcher Fähigkeit? Seltsam. Naja, schauen wir mal, dass wir möglichst schnell wieder in den Kampf kommen. Momentan spawn ich ziemlich gut, ne? Uns hält niemand auf. Kacke. Genau jetzt können wieder einer. Hey, seit wann wird denn da die Fähigkeit nicht aufgezockt? Ich hab noch nie da wirklich drauf geschaut, aber. Seltsam. Der Luke ist aber ziemlich nervig. An dem muss ich mir auf jeden Fall nur ziemlich rächen. Denn der nervt. Toll, jetzt bin ich auf der anderen Seite gespawnt. Und da kommt's zurück. Von den beiden guten Spawns bisher. Oder waren es drei? Ich weiß gar nicht, ob nur wirklich mitzählt. So, das Sniper nehmen wir schon mal. Auf der Seite laufen Seiten leider machen wir. Schade, ich konnte nicht mehr zeigen. Oh, da. Vader. Oh, den habe ich sogar one-hitted. Da ist der Luke. Oh ja. Rache Nummer 1 abgeschlossen. Wie oft hat er mich runtergeschmissen? Die gab es 2 oder 3 neu. Oh, warte mal, der steht da drüben. So, jetzt wieder aufpassen. Der Luke wird sonst wieder okay, ne? Oh oh, schade. Hier hätte einer trotzdem geschossen können, aber man dachte, die Kühe erst mehr ab. Dann war er aber doch schon so low. Ah ja, da ist Luke. Ich hau erstmal wieder ab. Muss seine Reichweite zum Kümmern. Der versteckt sich immer so dreist hinter so einer Säule und wartet drauf. So. Ah, ey, der Boba klaut mir jedes Mal.
Oh ja, fahr durch die Minen durch, da der fährt der kleine Baby. Ach, du wolltest ja. Der ist. Habe ich alle Minen durch. Oh, scheiße, ich hab euch dann geschossen. Oh, oh, der ist ja gar nicht raus. Oh, jetzt haben wir ihn. Huiuiui, ich hab ihn, der war raus. Dieser Schuss geht da übrigens leicht durch den Block durch. Was ziemlich praktisch ist, wo ist der Kleine? Ja, den habe ich sogar nur gekriegt. Wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Da ist ja der Bosk. Der hat nämlich jetzt auch 2-7 Stufen, deswegen kommt jetzt hier relativ gut snipen. Schade, da ist er wieder gemacht. Zack! Übrigens, falls die Frage aufkommt, wie man die Zoom-Stufe verändern kann. Nein! Dann hätte ich am Kinder. Oder beziehungsweise hätte er am Clown können. Ja, den habe ich ihm dafür geklaut. Ja, es war so klar. Oh ja, er hat mich nicht runtergeschmissen. Sollen wir weitermachen? Schade. Okay, der ist tot. Schade. Ey, sag mal, der war jetzt aber nicht so lang gestunt. Sehr gut, da ist der Bubo hinter ihm gewesen. Unser Team ist auf jeden Fall deutlich stärker. Am Luke habe ich mich schon einige Male gerecht, was ganz gut ist. Schau doch mal raus. Schade. Schade, nein, die Schande, ne? Lulli, finde ich irgendwie lustig. Wenn eigentlich Schurken redet. Oh no. Er ist das weg. Oh, da war Han. Bei Han ist das Ganze natürlich ein bisschen problematischer, weil wenn der einen umschmeißt, dann hilft einem der Druide auch nichts. Okay, Han läuft weg. Dann versuche ich mal zu meinem Team zurück zum Laufen. Der Spawn war jetzt ganz gut gewesen, wenn wir nicht da unten warten. Ah, interessant, dass die hier nicht immer mehr in diesem Außenbereich sind. Da wird eigentlich die meiste Zeit kämpft. Verwirren und erobern. Wer ist denn? Okay, schau mal da hin. Zack. Ne, ist niemand. Doch, ist niemand. Wir haben uns aber gegenseitig gestunt. Schade. Jetzt glaube ich, sind sie wieder nach draußen, Junge. Zack. Boah, hier guck mal, das war Gegner. Er schmeißt so viel. Oh, oh. Sehr schön, den Hammer. Warum ist die Tür von da? Wahrscheinlich die Mädel, oder? So, da wird der Gegner wieder erzeugt. Oh oh, jetzt haben wir ein Problem. Ah, warum ist da nichts dran drin? Schade, aber wir haben trotzdem Wunder. Der wird der Wirk da noch. Naja, wir haben trotzdem Wunder, wir sehen uns gleich mit der hellen Seite. So, das haben wir schon wieder. Und zwar bei dem guten Finn, bei den Lea, der hat sogar den Blue Skin, der Spieler. Auf jeden Fall, die Lea ist weg, deswegen haben wir jetzt den Finn nummer. Ist im Prinzip ziemlich egal, ich glaube, man wird das ersehen können mit der Lea und vielleicht wechselt sie am Laufe des Spiels auch noch einen Charakter, dann können wir vielleicht auch mal Lea nehmen. Jetzt erst mit Finn, der hat nämlich einen Doppel-Zoom-Grid. Genau, und den habe ich ja im Update-Video vergessen zum Zwang unter anderem. Deswegen, ah ja, das sagt man sowieso. Sie hat ja jetzt so Handgranaten. Also,
thermale Temperaturen, was sind die in Star Wars? Oh, da ist der Vega. Und Doku. Ah, schade, ich schieße erst drüber. Macht den Wilder schießen? Na gut, News. Oh, so, wir sind der Erzeuger. Ich glaube, der wird über uns drüber gesprungen sein. Ah nein, ich glaube, er war ziemlich weit vorne. Der kleine BB-8 rollt einfach mal dazwischen durch. Vorherrschaft der hellen Seite. Zack, und wieder vor. Wir haben ein Problem. So, an diesem Schild werden wir jetzt erkielt. Oh, den haben wir jetzt schnell gerettet. Sehr gut, jetzt ein bisschen wieder in das Schild rein. Das hielt uns nämlich wieder und ja, tatsächlich, wir haben wieder 600 Leben. Das, der Platz sogar hielt uns übers Maximum an regenerierten Leben, falls man so sagt. Sieht uns sogar darüber hinaus hielen. Also, das heißt, wenn ich, sagen wir mal, ich habe 300 Leben verloren und die Kanten jetzt nur noch 100 Leben wieder regenerieren, dann konnte ich mich damit trotzdem über diese 100 Leben hinaus regenerieren. Was schon ziemlich stark ist. Wie toll es ist, das ist natürlich auch fraglich. Naja, die Lea war davor eher defensiv. Vor allem deswegen, weil sie halt lauter Kackfähigkeiten verwirrt. Oh oh. Ah, schade, da hat mir der Boss gekriegt. Du hast nicht einmal mehr ganz geschafft, zu meinem Team zu kommen. Was heißt nicht einmal mehr ganz? Ich bin überhaupt nicht mehr zu meinem Team gekommen. Oh, aber mein Team kommt zu mir. BB8 und BB9E sagt man sogar gar nicht mehr so selten in Helden vs. Schurken. Die sind gar nicht mehr so schlecht, wenn man meint. Vor allem wegen Blasterhelden. Die haben nämlich da große Probleme, wenn ich jetzt im Treffer. Oh, oh. Oh, Name. Die Fähigkeit nämlich aus Versehen angesetzt, die wiegt die eigentlich gar nicht. Mit der mittlere. Weil ich meine, ob das die mittlere D hier war, die ich jetzt eingesetzt habe. Also es war so halbwegs aus Versehen. Ich habe zwar die falsche eingesetzt, aber die D gut. Falls man das so verstehen konnte. Oh. Anakin! Oh, ich hab. Das ist jetzt aber richtig knapp. Ich brauche halt. Oh, oh, das Schild wurde leer. Schade. Der Boss ist gar nicht mehr so schlecht. Ich vermute mal, dass der mit No-Scope, also wenn der auf die Distanz zielt, dann. Naja, wir lassen es. Ah, schade. Hey, gerne noch in der Luft. Oh, oh. Grievous. Ich schau mal, dass ich möglichst hinter dem bleibt. Oh, oh, das ist der oder? Schade, der ist da unten. Unfaire Taktiken zahlen sich für die dunkle Seite aus. Ja, weiter weg. Zack, jetzt bin ich ein bisschen mehr ohne Skripten. Also ich habe jetzt schon einige Runden gespielt. Es ist wirklich ziemlich warm. Warum ist es da draußen so dunkel? Achso, wegen Sirius. Es ist wirklich ziemlich ist viel praktischer geworden jetzt mit diesem Doppelzug. Oh, okay, Teammate. Der nervt so ein bisschen, der Bosk. Zack, ich schau mal wieder hoch, wenn ich mich auf den Hauptanen drückt. Zack. Okay. Ja, das war's dann mit seiner Ausdauer. Prügeln! Sehr schön. Haben wir zwar nicht gekillt, aber wir haben einen guten Schaden gemacht. Oh, wo ist der Bosk? Also hier war gerade seine Granate. Oh. Sind der Vader wieder? Ah, schade. Ah, da wir einen Röntgen, ne? Ich glaube, ich hätte lieber Weckler versöhnen. Ja, wobei, vor Vader Weckler verbringt du wahrscheinlich relativ wenig. Unzählige Opfer.
Tess, der hat so langsam Animationen, als ob er noch geht, aber er lacht gar nicht so langsam. Also ist trotzdem wahrscheinlich genauso schnell wie die meisten anderen Leiter im Spiel. Oh ja, den hab ich. Ich hab schon überlegt, ob ich das Auto eben aktivieren mag. Oh, da hat sich glaube ich gerade mein Wirkbereich vergrößert. Oh oh. Wie gesagt, wir können es halt nur. Oh oh. Wo ist er? Ist er gestorben? Ah, ich war ja gerade fast am Durchfallen. Hoffen wir, dass er gestorben ist. Es gibt keine Leidenschaft. Ne, schade, haben wir keine Treffer genommen. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Ich bin nicht da. Der Maul. Hey, sag mal, warum hat er denn der erste spät drauf? Der ist doch schon visiert gewesen. Sehr gut, Leon Ritt. Ich möchte eigentlich auf Maul schießen, aber gut. Das ist Boba Arek. Schlecht finde ich es nicht. Komm schon, den kriegen wir noch. Ja. Den haben wir noch gekriegt. Übrigens, es sind also UI-Veränderungen. Ich frage mal wann. Ich weiß nicht, was ich so sagen kann. Aber ja, doch, ich habe das Körperproblem mit. Also hier zum Beispiel, diese Punkteanzeige hat sich verändert. Ich finde es jetzt zwar schwieriger zu erkennen, wo man selber ist. Aber man sieht auf jeden Fall die Stufe der anderen Teammates und auch der Gegner. Oh, komm schon! Vor allem er konnte so gemütlich hochspringen, weil er höher springen konnte. Aber bei mir wird das hier ein bisschen schwierig, jetzt, oder? Weil manchmal mag er einfach nicht hochfahren. Oh, schade, den hat er fast nur gerückt. Das sind nur zwei Schüsse oder so gewesen. Schade, schade. Das sind übrigens der dritte in unserem Team, da besägt er eben diese Level. Wer da ist, da steht irgendwo YT dabei. EP Wars, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich könnte es nicht lesen, sitzt da direkt im Fernseher. Da hat Lea den. Sehr gut. Leider habe ich den Boba jetzt nicht so ganz zuhören können. Und bei der Lea, na gut, man hat schon gesehen. Und da ist mit dem Schild, hat man bei der Lea gesehen. Ja. Ich habe schon zum Teil jetzt zuhören können. Es werden sowieso noch mehrere Parts kommen. Also ist jetzt nicht zu schlimm, dass ich jetzt nicht ganz alles zuhören können. Aber immer ein bisschen was hat man gesehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne liked und abonniert, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Mal wieder. Ciao.